Um Gottes Willen. Nein, bitte rausschneiden. Ja. Wir haben uns ja wirklich lange nicht gesehen. Nee, genau. Das stimmt tatsächlich. Soll ich dir mal was sagen? Wann war das letzte Mal? Wir haben ganz viele verschiedene Sachen gemacht, ohne dass man gegenseitig Bescheid wusste. Und heute ist dieses Treffen praktisch arrangiert worden zwischen uns, dass bevor wir uns jetzt wieder in die gemeinsame Arbeit stürzen, dass wir einmal ein kleines Update darüber kriegen, was jeweils der andere so gemacht hat, okay, damit wir auch Gesprächsthemen haben. Ich habe dich vermisst. Genau, und ich habe mich entfremdet von dir. Und das will ich nicht mehr. Ja, dann lass uns anfangen. Was hast du getrieben? Ich weiß, was du letzte Staffelpause getan hast. Da bin ich richtig glücklich gewesen an dem Tag. Den habe ich geschenkt gekriegt, an meinem Geburtstag. Und die Person, die mir geschenkt hat, wusste nicht, dass mein Geburtstag ist. Diesen riesen Tennisschläger. Ja. Warum gibst du riesen Tennisschläger? Verarschungspause, also ernste Story. Ich bin hab mich beim Tennislehrer gemeldet und habe gesagt, so hier, wir brauchen noch Stunden nächste Woche, dann können wir eintragen. Und er hat gesagt, so ja. Dann habe ich gedacht, beim Rausgehen habe ich gedacht, mache ich einen guten Gag, weil da hing so eine riesen Schläger an der Wand. Dann meinst du, wir spielen immer mit dem, ne? Und dann meinte er, oh, warte mal, ich habe da noch was für dich. Und dann meinst du, was denn? Und dann kam er aus seinem Büro hinten raus mit so einem zweiten Riesenschläger. Und dann meinte er, sowas findest du doch witzig. Und ich bin durchgedreht. Und dann meinst du, soll ich dir was sagen? Das ist der schönste Tag in meinem Leben. Heute ist mein Geburtstag. Und dann haben wir uns beide kaputt gelacht. Und dann stand ich da und habe gesagt, so können wir noch ein Foto machen. Und ich bin sehr, sehr happy. Und es ist ja auch noch ein W drauf für Winterscheid. Nee, für Wilson. So heißt die Firma, glaube ich. Okay, gut. Ja. Klaas nahm sich eine 5 cm lange Salamipeitsche und brachte das Kunststück fertig, sie mit einem Haps zu schlucken. In Jokos Augen gaben sich schiere Bewunderung und wollüstige Fleischlust ein scharfes Stellichein. Ach so, da musste ich so Geschichten vorlesen. Fanfiction! Ja, ich bin mir nicht richtig sicher jetzt im Nachhinein, ob das wirklich aus dem Internet ist oder ob einer von den zwei perversen Zwillingen das geschrieben hat. Ich habe ja schon ganz lange das Gefühl, dass die ganzen Sachen schreiben, die bei uns im Internet da so stehen. Ja, da gibt es sehr, sehr viel. Ja. Aber ich glaube, in diesem speziellen Fall war es Benny oder Dennis, ich weiß nicht, wer ist. Das weiß ich auch nicht. Ernsthaft nicht. Wir haben gesagt, manchmal rufen die mich an, da weiß ich danach nicht, wer angerufen hat. Ich habe das ja einmal gehabt, da wollte ich den einen anrufen, dann hat er den anderen dran. Hab es aber erst festgestellt, als wir uns über das Thema unterhalten wollten. Über das dadurch, dass sie immer alles zusammen machen, kann man es, ist auch egal. Eigentlich. Ja, ich hatte auch gedacht, so, ist mir jetzt wurscht. Ja. Das war gut? War gut, ich habe das für die Kohle gemacht. Bin da wegen Geld hin. Hast du da Geld hingekriegt? Ich bin auch letztes Jahr da gewesen. 20.000 Euro. Bitte? Ich habe keinen Cent gekriegt. Ich habe sogar meine Anreise selber gezahlt. Ich habe 20.000 Euro bekommen. Und ich musste nach Frankfurt. Ich bin nach Köln gefahren und hatte 20.000 Euro. Vielleicht bin ich auf so einen Scam-Artist reingefahren und die haben nur so getan, als wenn das die, jetzt wenn die beiden das wären. Kann sein. Ja. Das gibt's ja gar nicht. Das ist ja schon komisch, dass du in Köln warst und ich in Frankfurt. Und es sollen die gleichen gewesen sein. Hast du denen dann noch Geld überwiesen, weil sie kurz... Nee. So? Die meinten so, wenn du kommst, kostet das natürlich. Und dann habe ich gesagt, so, ja, aber klar, mache ich ja. Ist ja Internet, ist ja cool, wenn ich da bin. Mhm. Und dann waren es 50.000. Fand ich jetzt auch keine Summe, wo ich irgendwie gezuckt habe oder so, wo ich dachte, klar, mache ich. Aber Anreise meinten sie, dann müsste ich auch selber zahlen. Da habe ich gesagt, okay, Hotel macht ihr dann? Da habe ich gesagt, nee, Hotel geht gar nicht, weil du kannst nicht über Nacht bleiben. Und dann habe ich gesagt, so, warum? Ich meine, Frankfurt ist super gefährlich. Ja, stimmt ja. Ja. Dann bin ich halt rumgestreunert, habe ich nicht geschlafen. Das musst du mir erklären. Weil das ist ja wohl ein Freund von uns beiden. Und verstehe ich nicht. Was verstehst du nicht? Was muss ich erklären? Wie bist du, also hast du Real Dennis Gashi, hast du ihm da... Wir sind beide Fans vom Dönergott, ja. Dennis Gashi. Ja. Ja, und ich dachte... Aber hast du ihm auf Insta geschrieben oder hat er ein Management oder wie macht man das dann? Ja, er hat auch ein Management, das ist der Mann vom Kopierladen da, wo er wohnt, weil der macht die T-Shirts, wo er drauf ist. Der ist auch der Manager. Okay, können wir für den weiteren Verlauf dieser Angelegenheit hier so eine Verarschungspause machen? Meinst du das ernst? Es war so. Es ist wirklich so. Und es ist auch keine Verarschungspause, als wir uns getroffen haben, als wir diesen Dreh da gemacht haben, das war ja der Trailer-Dreh für Late Night Berlin für die neue Saison, da kam ich an und er war schon da. Also ich muss nicht dazu sagen, dass er ein sympathischer, netter Kerl ist. 100%. Aber er hat schon, so wie ich mir das in meinen Träumen erhofft habe, hatte er schon einen Döner in der Hand und hat schon privaten Döner gegessen. Vorher schon, bevor es losging, hat er schon Döner im Mund gehabt, weil er offenbar noch nicht gefrühstückt hatte. Aber ich muss sagen, was der wirklich hinbekommen hat bei mir, ist ein unfassbaren Dönerbock. Ja, er kann Dönerbock machen. Ja, wirklich. Du siehst es, wie der das isst und der beißt da rein und ich finde das so unfassbar. Ich glaube auch nicht, dass das Zähne sind, sondern ich glaube, es sind Dönerfühler. Da muss ich sagen, da war ich sehr überrascht. Ich auch.
Nee, wir sind ja überrascht, wie viel Platz auf einmal spontan bei Stern-TV frei geworden ist. Man denkt ja immer, dass nur wir mit einer wöchentlichen Sendung das Problem haben, irgendwie die Stunde voll zu kriegen. Ne? Aber dass so seriöse Herren und Damen vom Stern-TV, dass sie also auch denken, das mit dem Schmitti, das kommt uns gerade gelegen. Wir haben ja zufällig noch für eine halbe Stunde überhaupt nichts überlegt. Aber die haben aber noch einen Dreh sogar ja gemacht. Ne? Alles. Die haben Chico losgeschickt. Genau, ich wollte genau. Chico sagen, also, muss man anders. Um das ganz kurz zusammenzufassen, für alle, die, ich sag mal, ein Leben führen, was beneidenswert ist, indem sie also nicht mitbekommen haben, was im Knobelbecherchen eigentlich los gewesen ist. Denn Knobelbecherchen, das ist eine Kultkneipe in Köln. Uschi hat sich da den Thomas als Bild hingestellt, irgendwann mal geschenkt bekommen, hat sich in den verliebt. Grenznah zur Objektophilie. Und dann hat irgendwer den Thomas entwendet. Und dann gab es einen riesen Kriminalfall darum, wo das Bild von Thomas ist. Also man muss auch sagen, das ist ja, man denkt, das ist jetzt alles, aber es gab Kriminalpodcasts, die sich damit auseinandergesetzt haben, wer das alles hat. Also das habe ich nicht. Also das ist mal so. In ganz Deutschland. Jetzt wirklich, jetzt fragt dich der Journalist Joko Winterscheid. Ja, bitte. Habt ihr damit gerechnet, dass das so groß wird? Nee, aber die Anteilnahme war natürlich für uns rührend, ja. Dass also wirklich ganz Deutschland Kopf stand eine Zeit lang. Und dann habe ich Stern-TV angebettelt. Sie mögen sich doch bitte einschalten. Und sie haben es getan. Genau. Und Stefan Halaschka hat es dann getan. Wahnsinn. Ja. Ja, da ging es um Leica. Ja, den Hund. Kennst du es, wenn dir ein Begriff nicht einfällt und dann ist er da und dann sagst du auch immer, ah, da ist es. Ich habe wirklich so Sachen angefangen wie, ich habe an Backrezepte gedacht. Ich habe mir alles, was mal irgendwie so im Kopf reinkommen konnte, damit ich irgendwann Leica im Kopf habe, es kam nicht. Objektiv betrachtet, nur aus Zuschauerperspektive, kann so eine Sendung total unterhaltsam gewesen sein und insofern auf der fachlichen Ebene ein Erfolg. Aber wenn du am Ende verloren hast da, dein persönliches Spiel, dann verbreitest du 2 Tage lang eine unglaublich schlechte Laune. Ja, und alle Leute, die sich freuen wollen über den guten Verlauf der Sendung, weil es war ja toll, dass die gewonnen hat, ja. Ja, die Helena. Ja, ja, aber auch spannend ist zu sehen, was kommt denn jetzt und so weiter. Ja. Alle waren irgendwie so elektrisiert, weil man gesagt hat, das ist ja irgendwie noch nie passiert. Jetzt ist es mal soweit. Und du ärgerst dich dann, Tim. Du bist dann immer derjenige, der zu mir kommt, so jetzt entspannst du dich mal, ne? Und verpasst mir eine Backpfeife. Und dann geht's meistens schon wieder. Ja. Aber dann bist du einer von den wenigen, der mich aus diesem Loch rausholen kann. Immer wenn Joko eine neue Brille hatte, hat's mal wieder gescheppert. Ja. Das war bei Wer steht mir die Show, das erkenne ich daran. Und da ist einer nackter, ist da reingelaufen? Das ist total, also das Foto, muss ich sagen. Hat das was mit der Sendung zu tun gehabt? Ja, das war tatsächlich in der Sendung und das ist total doof, weil jetzt sieht das da so aus, als wenn da einfach nackter reingelaufen ist, aber man sieht, ich habe beide Hände hoch, ich wollte mit dem abklatschen, ja, so High Ten, also nicht High Five, sondern beide Hände und der hat das aber nicht gesehen, weil der irgendwie so, der war ein bisschen verhuscht. War im Tunnel. Der war im Tunnel, der kam da irgendwie. Aber, jetzt mal kurz, du erzählst jetzt kurz das langweilige Detail hinterher. Du ignorierst völlig, dass er nackt war. Nee, also es hat sich so zugetragen, dass ich saß da und also so war es wirklich, es ist jemand aufgestanden im Publikum, hat jemand Klaus gezogen und der war nackt. Und das war auch für mich überraschend. Und wieso? Teil eines, ich weiß es gar nicht, ich krieg's nicht mal richtig zusammen. Das war auf jeden Fall sehr, aber lass mich doch mal, frag doch jetzt nicht so schwierige Fragen. Lass mich doch mal ganz kurz erzählen, wie das für mich war. Also wie war denn das für dich? Was hat das mit dir gemacht? In dem Moment selber war das für mich so, er ist halt nackt und er will da auf den Basser hauen, dann soll er es halt machen. Und 10 Minuten später bist du dann doch noch geil geworden. Oder ich möchte mich entschuldigen und beim nächsten Mal lasse ich die Klamotten an. Ich hab keine Ahnung, wo das war. Das steht doch da. Vom Busen. Ja, Busen aber Knall. Wann haben wir das? Wann waren wir da? Wann waren wir da? Jetzt hör auf. Ich kann mich nicht erinnern, wann du dieses Bild von mir gemacht hast. War ich da so breit? Weißt du, will ich dich erinnern? Nein. Wann waren wir denn da? Darf ich es nochmal sehen? Ich hab wirklich. Also er war oben ohne Service, das weißt du gar nicht. Nein, doch. Das ist ja ganz harmlos. Ah! Ich weiß, wo das war. Ja. Das war hier, in der Bavaria Filmstadt. Das aber weißt du, was das Absurde daran ist? Ja. Dass ich wirklich überlegt habe. Ob wir da waren. Aber auch als ich es online gesehen habe, habe ich gedacht so, fuck, warum habe ich so ein Foto von mir gemacht? Du hast doch in dem Moment, weil wir haben hier irgendwo was gedreht und dann sind wir durch eine alte Kulisse gelaufen. Ich glaube, es ist von der König von St. Pauli. Ja, genau. Ja. So uralte 60er Jahre Kulissen, die hier immer noch stehen in der Bavaria Filmstadt, in der wir unsere Shows aufzeichnen. Und da sind wir daran vorbeigelaufen und habe ich gesagt, stell dich mal dahin. Und dann hast du noch zu mir gesagt, aber nicht, dass du das irgendwie postest und dann irgendwelchen Scheiß dazu schreibst. Und dann habe ich gesagt, ich warte jetzt ein halbes Jahr und dann mache ich das. Ah, hast du gut gemacht. Ja.
Das hat mich wirklich beschäftigt. Ernsthaft, ich wusste nicht, war das auch so. Aber denkst du, wir sind in einer Zeitmaschine oder was? Oder? Nein, aber du siehst doch, dass das alt ist. Aber ich kann, ja, und das habe ich auch so gedacht. Ich war so, Herbert Strasser, Hamburg, da waren wir nie. Naja, vor allen Dingen nicht 1960. Das weiß ich nicht. Da waren wir 10. Natürlich waren wir da nicht. Gut. Das ist mein Nachbar. Dem habe ich einfach das Internet eingerichtet. Das ist ein ganz netter, sehr herzlicher Mann, hat einen tierischen Absturz hinter sich und hatte viel Probleme auch mit Alimente und an die Ex-Frau und so. Der findet das halt toll, dass ich beim Fernsehen bin. Und dann hat er gefragt, ob ich ihm das Internet anmelde und dann habe ich ihm das da alles eingerichtet, und weil sonst hat er praktisch ja keinen Kontakt mehr zu Leuten. Ja. Das ist gar nicht so lange her. Ja, finde ich, du solltest es nie wieder. Das war letzte Woche. Ja, ja. Oder was haben wir heute? Diese Woche. Also irgendwie vorhin. Ja, vorhin, ist auch egal. Also für euch Zeitreferenz irrelevant. Aber ich sage dir eins, gelbe Gummistiefel sind nicht deins. Wieso, was denn solche? Du siehst aus wie so ein perverses Schwein. Ja. Wie so jemand, wie so ein Typ, der im Keller Menschen umbringt. Und dann, weil ich gelbe Gummistiefel habe. Ja, nein, weil bei dir sieht das wirklich aus wie so ein Typ, der sagt so, kommen Sie mal, ich mache Ihnen was Leckeres zu essen. Dann machst du irgendwas ins Glas und ziehst die Person an beiden Armen die Treppen runter, die Füße plappern so runter. Dann hast du da deinen ausgekachelten, perfekt eingerichteten Keller und nimmst ihn so ganz fein säuberlich auseinander und versorgst den halt in irgendwelche Maschinen, und am Ende kommt die nächste Person. Das ist meine Privatsache. Am Ende kommt die nächste Person und du den Burger, den du anbietest, ist aus Menschenhack gemacht. Ja, und? Ich habe Jakob seitdem nicht mehr gesehen. Wo ist Jakob? Doch, tschüss.